CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sondernohe ist ein Dorf in Franken, ein idyllisches Dorf, in dem die Menschen leben, zufrieden leben, ihrer Arbeit nachgehen und hier auch gerne gelebt haben. Bis zum 29. Mai. Am 29. Mai kam über dieses Dorf eine Flutkatastrophe, wie sie noch nie in der Geschichte festgestellt worden ist. Sondernohe ist ein Dorf in der Gemeinde Flachslanden im Landkreis Ansbach. Und als ich am Tag danach durch dieses Dorf gefahren bin, habe ich Bilder gesehen, die wir vielleicht nur aus dem Fernsehen kennen, die wir nur von Katastrophengebieten kennen. Wenn man diese Bilder live vor Ort sieht, dann ist man sehr betroffen. Und in jedem Dorf, in jedem Hof, an jedem Haus stand ein Container gefüllt mit Sperrmüll. Das ist nicht nur Sperrmüll, das ist nicht nur finanzieller Schaden, das ist auch ein sehr emotionaler Schaden. Familiäre Erbstücke von Möbeln, von Schriftstücken, alles vernichtet, alles weg, der Flut zu Opfer gefallen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe vor kurzem noch mit dem Bürgermeister gesprochen, wie denn heute die Situation in diesem Dorf ist. Und er hat mir geschildert, man geht zurück zur Normalität. Man macht sich jetzt einen Überblick über die großen finanziellen Schäden. Es ist der Kindergarten genauso betroffen wie das Feuerwehrhaus. Es gibt verheerende Schäden in der gemeindlichen Infrastruktur. Und natürlich sehr viele Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Und dieser Bürgermeister war auch froh und dankbar für die große Hilfsbereitschaft, für die große Solidarität von ehrenamtlichen Engagierten, von Hauptamtlichen in den Verwaltungen, in den Bauhöfen, überall war eine große Solidarität, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben alle schon diesen Ehrenamtlichen, diesen Hauptamtlichen hier gedacht. Aber für mich macht diese große Solidarität macht mich stolz auf unser Land. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind nicht nur Häuser, es sind nicht nur Wohnungen, Kindergärten, Feuerwehrhäuser betroffen, es sind auch Bauernhöfe betroffen. Und wenn ein Bauernhof, wenn eine Bauernfamilie zusehen muss, wie ihr Stall überflutet wird, wenn sie zusehen muss, wie ihre Futtervorräte vernichtet werden, wenn sie zusehen muss, wie ihre Tiere Schaden nehmen, dann sind diese Familien umso mehr betroffen. Und ich habe wenig Verständnis dann, wenn ich als erste Reaktion von der Bundesumweltministerin höre, die Bauern sind schuld mit ihrem Maisanbau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dies ist nicht die Zeit von wilden Schuldzuweisungen, sondern dies ist die Zeit einer konkreten Ursachenanalyse. Wir haben Überflutungsereignisse auch in den landwirtschaftlichen Gebieten. Wir haben sehr viele landwirtschaftliche Flächen geschädigt durch diese Überflutungsereignisse. Und wir müssen auch jetzt überlegen, wie können wir vorbeugen. Wir haben sehr viele Instrumente in der modernen Landwirtschaft, in der nachhaltigen Landwirtschaft, mit konservierender Bodenbearbeitung und dergleichen. Und es ist nicht nur der Maisanbau, den man hier einen Vorwurf machen soll. Es ist die gesamte Landwirtschaft, die wir hier in den Fokus nehmen und sie mit zukunftsfähigen Lösungen ausstatten sollen. Und da brauchen wir auch moderne Anbaumethoden, diese der Landwirtschaft zu ermöglichen. Und das ist auch nicht immer ja hier in diesem Hause opportun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr viele landwirtschaftliche Nutzflächen sind betroffen. Sehr viele landwirtschaftliche Nutzflächen sind auch verhagelt. Viele Bauern haben eine Hagelversicherung, aber nicht alle. Und da ist genauso wie bei den Elementarschäden, wir sollten uns überlegen, dass wir die Solidargemeinschaft auf breitere Füße stellen, dass wir zu verpflichtenden Elementarversicherungen kommen. Und das finde ich ein guter Ansatz in dieser Debatte, dass wir hier parteiübergreifend über Elementarschäden reden und diskutieren. Ich hoffe, dass dies auch zu einer guten Lösung kommt für uns alle in den betroffenen Gebieten. Ist es sicherlich ein guter Hinweis, wenn diese Katastrophe
das zur Folge hat, dass wir eine einheitliche Elementarversicherung bekommen. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Auerhammer. Weil gerade gefragt worden ist nach der Anwesenheit bzw. Abwesenheit des Finanzministeriums, hat uns die Bundesregierung gerade mitgeteilt, dass im Moment der Haushaltsausschuss tagt, genau zu den Fragen Unwetter und Katastrophe und Folgen, und dass dort der Staatssekretär Jens Spahn anwesend ist. Ich wollte Ihnen das weitergeben. Die Bundesregierung hat gesagt, dass im Moment der Haushaltsausschuss genau zu diesem Thema tagt, mit Anwesenheit selbstverständlich des Finanzministeriums. So. Nächster Redner in der Debatte, Martin Burkert für die SPD.